Es ist wieder soweit. Wir gehen Cici shoppen. No, God, please, no! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer Runde Cici Shopping. Wir waren ja das letzte Mal im April für die Säuglinge Cici shoppen. Und dadurch haben wir ja ganz klar dann alles andere vernachlässigt, ne? Kann ja nicht sein, dass ich dann nur für die Säuglinge Cici shoppen gehe. Nee, wir brauchen ja auch für unsere anderen Sims Klamotten und Haare und alles, was dazu gehört. Und ich habe richtig Bock. Ihr wisst ja, dass mein Vorsatz, so nicht mehr so viel Custom-Content zu shoppen, nicht so gut geklappt hat. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil ich entscheide darüber, wie viel Custom-Content ich in meinem Spiel haben will. Und deswegen bin ich mein eigener Untergang. Also ist einfach nur toll. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Und let's go! Ich habe zwei Pläne heute. Und zwar ist der erste Plan, ich brauche Badekleidung, jegliche Badekleidung. Für Männer, für Frauen, für alles. Weil, ihr wisst, jedes Mal, wenn ich einen Sim irgendwie umstyle oder so, sage ich das. Also ich glaube, es hat noch nie eine Umstyling-Runde gegeben, wo ich nicht gesagt habe, ich brauche mehr Badekleidung. Weil ich habe so gefühlt 3 coole Badeanzüge und die sind alle so ein bisschen cheeky. Und wenn ich dann mal einen Sim umstyle, der vielleicht nicht seinen ganzen Booty zeigen will, wird es schon schwierig. Deswegen möchte ich auf jeden Fall Badekleidung. Und ich wollte nochmal bei den Seiten vorbeigucken, wo ich vor ein paar Monaten schon mal vorbeigeschaut habe und sehr fündig war. Und deswegen dachte ich mir, gucken wir da nochmal vorbei und natürlich scrollen wir einmal durch The Sims Resource, weil ich bin da ja VIP-Mitglied und davon muss man dann ja auch mal alle 4-5 Monate Gebrauch machen, ne? Also ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Also wenn ich auf der Featured Creation Seite von Sims Resource bin, habe ich erstmal hier diese neue Kollektion, das ist Sims 60s, also ich glaube, das ist dann 60s inspiriert. Ist jetzt nicht so mein Vibe, also da spricht mich jetzt nicht so viel an, aber ich dachte mir, wie gesagt, dass wir hier einfach mal ein bisschen wieder durchdüsen und einfach mal gucken, was in der letzten Zeit hier so erfolgreich war. Ich habe das Gefühl, dass von Sims Resource viele Creator weggegangen sind, also dass viele eben nur noch auf Patreon ihre Sachen veröffentlichen, was natürlich auch völlig fein ist. Ich finde das auch absolut in Ordnung, dass sie eben dort vielleicht besser entlohnt werden. Ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber deswegen wollte ich trotzdem einfach mal hier durchgehen. Ihr wisst, ich bin auch immer zu haben für coole Kindersachen. Allerdings finde ich den Zopf schon wieder so ein bisschen too much. Heidewitzka, die Kollektionen sind ja riesig. Neue Frisur von S-Club. Ihr wisst ja, ich bin nicht immer so ein Fan von den S-Club-Frisuren, aber es kann ja sein, dass ich mal das ein oder andere Recoloring finde. Aber ansonsten finde ich die Frisur sehr, 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 sehr süß. Und deswegen kann ich gar nicht anders, als es in unseren Korb zu schmeißen. Ich sag's auch hier wieder, das ist, weil ich diese VIP-Mitgliedschaft habe. Deswegen habe ich den Warenkorb, nur damit ihr euch da nicht wundert. Lucas Hair. Aber das sieht irgendwie so aus wie eins, das ich schon habe. Ist das ein Wingsims-Recolor? Nö. Aber ich will mal ganz kurz den Creator angucken, weil vielleicht hat der ja Haare, die ich cool finde. Also wie gesagt, so diese Kollektion sagt mir jetzt irgendwie nicht so zu mit dem 60s inspiriert. Und generell die Haare jetzt hier auf der Seite finde ich jetzt auch nicht so schön. Dann bewegen wir uns weg davon, bevor ich auf die Idee komme, Dinge runterzuladen, die ich eigentlich gar nicht will. Ach Leute, guck mal, hier sind wir schon bei Cibubu oder Cibulette oder wie auch immer. Habe ich tatsächlich schon hier oben irgendwo offen, genau hier, weil ich die Sachen einfach so unfassbar schön finde und ich da auf jeden Fall nochmal reinschauen wollte. Deswegen habe ich die Seite schon mal offen, weil die Möbel da einfach so krass sind. Ihr erinnert euch vielleicht noch hier an dieses Dino-Set, wofür ich extra die Patreon-Mitgliedschaft abgeschlossen habe, weil das ist einfach nur so unfassbar süß. Und dann wurde nämlich jetzt hier auch noch dieses Painter-Set veröffentlicht und das finde ich auch so, so, so geil. Ich habe voll Bock, irgendwann mal wieder mit so einem richtig kreativen Sim zu spielen. Also, der so Kunst wirklich liebt, finde ich richtig, richtig geil. Und dafür ist es dann einfach perfekt, wenn man dann denen so ein richtiges Art-Studio quasi einrichten kann. Und deswegen kommt dieses Set natürlich in meinen Warenkorb. Hier werden wir jetzt auch direkt auf The Sims Resource weitergeleitet. Das ist ja perfekt. Aber ich verstehe das immer nicht ganz. Also manche Sachen von der Seite werden dann über SimFileShare runtergeladen. Deswegen gehe ich einfach mal über die Homepage und den Rest gucken wir dann gleich nochmal auf der Seite. Genau, das hier fand ich auch super cool, dieses Sportset. Ich hatte so eins auch schon mal, aber das war definitiv viel, viel weniger. Und ihr wisst, ich richte auch sehr, sehr gerne mal so Homegyms oder so ein. Und ich finde das auch als Deko sehr, sehr cool, wenn man so einen sportlichen Sim hat. Deswegen würde ich das auf jeden Fall dann auch einmal mitnehmen. Das wurde schon gedownloadet. Perfekt. Dann haben wir hier ein richtig schönes Schlafzimmer. Das ist ja auch genau mein Vibe. Da kann ich dann auch nichts dagegen tun, als es runterzuladen. Das habe ich schon? Ich glaube, ich habe es schon. Also da steht zumindest eins. Naja, doppelt hält besser. Ach du heiliger Strohsack. Candy Nursery. Oh, süß. Das ist ja auch mal wieder mal komplett meine Farben, ne? I love it. Okay, du kommst definitiv mit. Let's go.
Thank you. Also ich finde dieses Klavier auch richtig geil. Funktioniert das? Ja, ich glaube schon. Weil ich mag halt diese kleineren Pianos viel lieber als diesen riesen Flügel. Also auch das, was jetzt mit Zusammenwachsen gekommen ist, ist einfach richtig, richtig toll. Und somit haben wir dann auch öfters mal die Chance, dass die Sims auch mal Klavier spielen. Beziehungsweise man kann denen ja auch das Keyboard kaufen. Aber das hat einfach einen anderen Vibe hier, Leute. Dreamy Kid Bedroom Set. Oh mein Gott. Oh. Hä? Das habe ich aber auch schon. Also die Tapete habe ich auf jeden Fall. War ich doch nochmal Sisi shoppen? Ich bin verwirrt. Ich möchte diese Hängepflanzen haben. Wir nehmen die Verwirrung und kaufen uns einfach was anderes. Ich lade es einfach mal runter und dann sagt mein Spiel mir ja schon, Achtung, das hast du schon oder halt nicht. Oh, was ist das denn Geiles? Eine Kletterwand? Nee. Und wie schön ist denn bitte das Klavier? Ach du heiliger Strohsack. I need this in my life. Ist das, funktioniert das, diese Kletterwand? Das wäre ja ultra krass. Functional as a monkey bus. Oh mein Gott, geil. Ach, das heißt, die können sich da drüber hangeln. Super cool. Mega schön. Und so schnell hat man schon wieder 65 Sachen in seinem Warenkorb. Es ist einfach nur toll. Ein Highschool-Set. Okay, ich muss aufhören. Ich kann es nicht weiter angucken, weil sonst endet das hier wieder böse. Wir hatten einen Plan, Leute. Wir hatten einen Plan. Nina, konzentrier dich. Ein Dino-Shirt. Ein Dino-Shirt. Ein Dino-Shirt. Ein Dino-Shirt. Ich brauche es. Dino-Pants. 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 Wir brauchen die Dino-Pants. Die ist ja süß. Obwohl doch nicht. Will ich doch nicht. Hier ist noch ein Kleinkindhaar. Sehr, sehr süß. Außer das hinten. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber trotzdem gefällt mir das. Deswegen nehme ich das mal mit. Hat diese Person noch mehr Haare? I want them all. Hat sie. Oh, das gibt es dann auch für Infants. Perfekt. Und hier sehe ich noch Braids. Auch super geil. Obwohl, ich glaube, das sind Dreads. Ich kann das immer nicht so richtig auseinanderhalten. Aber sieht super cool aus. Immer noch so ein kleines, süßes Zöpfelchen. Och, süß. Ich finde das so krass. Säuglinge sind jetzt schon seit 2 Monaten draußen und ich habe noch nicht mit einem einzigen Säugling so richtig gespielt. Also nur in den Übersichtsvideos. Deswegen, das habe ich hier auf Twitch, auf YouTube noch gar nicht erzählt. Wir spielen gerade auf Twitch ein Szenario, das reich, super reich durch Schurkerei-Szenario. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr da sehr gerne mit dabei sein. Das machen wir eigentlich immer mittwochs, also deswegen heißt es auch Sims-Woch um 16 Uhr. Jetzt die letzten 2 Wochen hat es nicht mittwochs stattgefunden, aber jetzt, wo ich dieses Video gerade aufnehme, ist Mittwoch und heute findet es um 16 Uhr statt. Und wenn ihr es nachschauen wollt, könnt ihr das gerne auf meinem Stream Kanal nachgucken. Da sind die Videos nämlich auch online, also auf Streamfinity. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Das finde ich auch sehr süß. Können wir auch gerne noch mitnehmen. Ich finde das sehr geil, weil ich noch nicht so wirklich viele Haare habe, die irgendwie so Braids oder Dreads oder wie auch immer sind. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch für Erwachsene. I like it. Das hier ist auch super cool. Und die hier? Oh mein Gott. Super schöner Sim. Wow. Oh, süß. Oh, die sind ja mega süß. Okay, die brauche ich auf jeden Fall. Oh, geil. Hier haben wir auch welche für Männer. Die sind halt auch richtig krass, ne? Nehme ich auch mal mit. Gucken wir uns da mal in-game an. Ich wollte Badekleidung. Wie bin ich hier gelandet? Eieiei. Oh, süß. I want them all. Give it to me, baby. Oh, mein Gott. Hör mir auf. Eieiei. Und die gibt es auch für Kleinkinder. Ach, hör doch auf. Guck mal, eine kleine Tiana. Wie perfekt wäre das gewesen? Das wäre die perfekte Haarstruktur für Tiana gewesen. Also ich weiß natürlich nicht, wie das dann in-game aussieht, aber ich muss jetzt aufhören. Ich muss jetzt aufhören. Nina, beherrsche dich. Beherrsche dich. Nur ganz kurz noch ein bisschen scrollen. Ah, Gott, das ist so süß. Das ist so... Also nur noch das, okay? Ich klicke weg. Weg damit. Ach, hör doch auf. Och, hör doch auf. Was ist das denn Süßes? Oi, 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 oi. I need it. I want it. I got it. Ich erwähne jetzt übrigens mal nicht hier in diesem Video, dass ich vor diesem Video eventuell schon bei Pralines im CC-Shoppen war und schon so 503 Milliarden Teile runtergeladen habe. Nee, das erwähne ich jetzt mal nicht, weil das ist ja auch nicht passiert. Und was nicht passiert ist, muss man nicht erwähnen. Aber es ist, wie ich es gesagt habe, ne? Sims Resource hat nicht mehr so den geilsten Shit, bin ich ehrlich. Wie heißt der nochmal? Ah, ihr habt mir alle einen Creator geschickt. Sifix? War das Sifix? Der jetzt einen Ana-Dress rausgebracht hat. Ach, der ist sogar auf Sims Resource. Da ist es. Arendelle-Dress. Darauf habe ich gewartet. It is just perfect. Also ich glaube, mir wurde selten ein Beitrag so oft geschickt wie dieser Beitrag. Richtig geil. Es wurde mir so oft auf Instagram zugesendet. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, kann man ja nochmal so gucken, was es so gibt.
glaube einfach, dass es als Creator auch mittlerweile sehr schwer ist, sowas Neues zu machen, weil es halt irgendwie alles auch schon gibt. Ich meine, Sims 4 gibt es nächstes Jahr 10 Jahre. Oh, süß, Medieval Dress. Da ist ja ganz klar, dass man jetzt nicht mehr das Rad neu erfinden kann. Oh Gott, es gibt sogar ein Fiona-Kleid. Süß. Giselle. Oh, süß. I love it. Fox PJs. Say no more. I need it. Oh Gott, mir ist auch nicht mehr zu helfen. Men Linen Shirt. Ihr wisst, an Männersachen bin ich auch immer interessiert, aber nicht an diesem. Seht ihr diese Entwicklung, Leute? Seht ihr, was ich für eine Selbstbeherrschung mittlerweile entwickelt habe? Und ja, ich verarsche mich gerne selber. Okay, es reicht, Frau Simfinity. Hör auf, da jetzt durchzuscrollen. Wir gehen jetzt noch ganz kurz in Clothing und dann in Female und... Oh, was? Hä? Habe ich das schon im Warenkorb? Gott, ich bin schon so verwirrt. Ach, ich glaube, weil das gerade erschienen ist. So wirklich gerade. Da steht ja 24. Mai. Wow. Okay, und dann gehen wir auf... Erwachsene und Swimwear. Ich möchte einfach nur schöne Bikinis. Die Hose finde ich eigentlich ganz süß. Sieht ein bisschen aus wie eine Windel, aber gucken wir uns dann in-game an. Und mir ist lieber, dass es eine Windel ist, anstatt dass der halbe Booty rausguckt. Die ist auch sehr schön. Da gefällt mir das Top auch. Jetzt nicht in der bunten Farbe unbedingt, aber der weiße ist sehr, sehr schön. Das ist auch hübsch. I like it. Das ist auch ein sehr, sehr süßer Bikini. Den nehmen wir auch mit. Badeanzüge kann ich auch nicht genug haben. Also da bin ich auch on board. Jetzt gucken wir hier. Warum sehen die Hosen immer so komisch aus? I don't understand. Ich lade es jetzt trotzdem runter. Wenn es kacke aussieht, dann nehme ich es halt wieder raus. Spoiler, ich werde es nicht rausnehmen. Der ist auch süß. Und der Badeanzug auch. Ist ja eher so ein bisschen Maxis Matchy. Sowas suche ich. Exakt das. Wow, I like it. I want it. Was haben wir hier? Einen schönen Badeanzug. Den nehme ich auch sehr gerne mit. Ah, der ist noch schön. Den nehme ich auch mit. Der ist auch sehr süß. Den nehme ich auch noch mit. Den hier hatte ich früher auch. Den will ich jetzt wieder haben. Was haben wir hier? Also da guckt auch wieder der halbe Po raus. Das weiß ich jetzt schon. Und mit halber Po meine ich nicht die Pobacken, sondern die Ritze. Das ist hier die Problematik. Den hatte ich auch immer. Den will ich auch wieder haben. Guck mal, wie ich die alten Sachen wiederfinde aus meinem alten Mods-Ordner. Das ist einfach nur beautiful. Den möchte ich auch wieder haben. Auch der ist ja auch sehr süß. Der ist sehr, sehr süß. Den möchte ich unbedingt haben. Auch sehr hübsch. Möchte ich auch. Den hatte ich, glaube ich, früher auch. I want it in this. I want this. And I want this. And I want this. Oh Gott. Wie viele Sachen habe ich? 109. Ach, du heiliger Strohsack. Gut, ein Träumchen. Möchte ich haben. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Das sind eine Menge Badeanzüge. Das ist in Ordnung. Let's download. Was wollte ich eben noch? Genau, ich wollte noch einmal bei diesem Schuh-Creator nachgucken. GeoSims oder so heißt der, ja. Ich finde, das sind wirklich die geilsten Schuhe, die es je gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht... Oh, Hilfe. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob die Person noch mehr hochgeladen hat. Oh, ist noch nicht free to download. Okay. Men's Shoe Collection. Hör doch auf. Ist sie free to download? 30. Mai. Aber eigentlich könnte ich da auch mal eine Mitgliedschaft machen, ne? Cause I love it. Och Gott, sind die alle schön. Ah, okay, warte, wir gucken erstmal durch. Cottage Collection. 7. Mai, die ist verfügbar. Oh Gott, ist das süß. Eieieiei. Oh, Hilfe. Oh, die sind auch so schön. Schöne Söckchen. Also, falls ihr euch fragt, wo ich die meisten meiner Schuhe her habe, das ist diese Seite hier. Wirklich unfassbar krasse Schuhe. Also eine super schöne Textur auch und einfach alles, was man sich wünscht. Sehen auch nicht so aus wie so Clowns-Schuhe. Das ist ja leider bei manchen Schuhen auch der Fall gewesen. Wisst ihr, ich benutze fast nie hohe Schuhe bei meinen Sims, aber downloaden kann ich die wie ein Meister. Es ist echt tragisch. Marshmallow Collection. Oh Gott, ist das süß. Aber ich habe echt ein Trauma von Crocs, ne? Weil ich hatte ja mal Crocs in meinem Spiel und die Sims hatten die dann immer unter der Dusche an. Irgendwann habe ich sie dann verbannt. Oh, sind die schön. I want it. Oh, ja. Das ist alles sehr, sehr, sehr schön. Aber ich glaube, das meiste davon habe ich auch schon. Habe ich die Children-Schuhe? Habe ich bestimmt nicht. Ich meine, guckt euch das an. Das sind Pinguinschuhe. Oh Gott, ist das... Oh mein... Oh Gott, ist das süß. Wir brauchen wieder mehr Sims, Leute. Ich spiele mit zu wenig Sims. Meine Sims kriegen zu wenig Kinder. Ich brauche mehr Kinder. Annie, es tut mir leid, du wirst leiden müssen. Nein, Spaß. Noch mehr Kinderschuhe. Warum habe ich die noch nicht? Zack.
jetzt habe ich sie. Okay, ich würde sagen, das soll es auch gewesen sein. Das war eine Menge Custom-Content. Aber ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Ich habe nie genug Custom-Content. Mir fehlt es immer an etwas. Und es war toll, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe das, was ich wollte. Ich wollte Badekleidung und ich habe Badekleidung CC-shoppt. Dass da noch das ein oder andere Teil mitkommt, das ist ja bei IKEA auch so. Also Teelichter kauft man nicht nur alleine. Ist einfach so. Nein, ich hoffe sehr, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Ihr könnt mir immer sehr, sehr gerne eure Lieblings-Creator in die Kommentare schreiben. Und vor allem, wenn ich irgendwie gesagt habe, ja, das suche ich und finde ich nicht so richtig, dann könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben, wenn ihr wisst, wo es was Cooles gibt. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann schon wieder nicht reden. Ich freue mich immer sehr über eure Vorschläge und eure Ideen, weil, wie gesagt, mittlerweile veröffentlichen halt viele auch auf Patreon und dadurch hat man dann irgendwann keinen Überblick mehr, welche Creator es eigentlich alle gibt. Deswegen könnt ihr mir das immer sehr, sehr gerne schreiben und ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde CC Shopping. Ich hoffe, ihr euch auch und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi!